wissen alle mittlerweile, dass Reispapier sehr vielseitig nutzbar ist und auf TikTok gibt es jeden Tag neue, verrückte Kreationen. Reispapier kann inzwischen fast alles ersetzen. Ob das aber gut schmeckt oder nicht, erfahren wir in diesem Video. Leute, mit ein bisschen Rumpulen habe ich es geschafft, alles voneinander zu trennen. Hähnchenhaut. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu diesem neuen Video. Nach langer Zeit mache ich endlich wieder ein Reispapier-Hacks-Videos und Leute, es ist wild, weil ich habe echt neue Sachen gefunden. Ich dachte, es gibt nichts noch weiter, was ich machen kann nach meinen 2, 3 Videos, aber es gibt noch mehr. Und sollte euch das Video gefallen, könnt ihr mir jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben geben. Vergesst nicht, auch diesen Kanal zu abonnieren, denn ich weiß, dass viele das noch nicht getan haben. Und dann können wir auch loslegen mit den neuen TikTok-Hacks. Bei diesem Reispapiergericht bin ich schon super gespannt, weil es sieht aus wie Sushi. Bisschen ASMR. Sieht sehr, sehr gesund aus. Wow. Wer nicht Sushi rollen kann, sollte hier aufpassen. Sieht nämlich super einfach aus und wir probieren das jetzt. Ich freue mich so sehr auf dieses Rezept, weil ich liebe einfach frittiertes Sushi. Und ich kann keinen rohen Fisch und alles essen. Wenn ich Sushi essen muss, dann bestelle ich mir eigentlich immer so vegetarisch frittiertes Sushi. Und es wäre so geil, wenn ich es zu Hause selber machen kann. So, das sind die 4 frischen Zutaten, die ich brauche. Ich feuchte wie immer erstmal mein Reispapier an. Besonderheit hier diesmal ist, dass wir Seaweed brauchen, also Algenpapier. Ich habe tatsächlich kein Sushi-Algenpapier zu Hause, aber dafür perfekt portioniertes für dieses TikTok-Rezept. Ich habe übrigens keinen Sushi-Reis zu Hause. Generell habe ich nie Sushi-Reis zu Hause, sondern immer nur thailändischen Jasmin-Reis. Ich mache halt nie Sushi und möchte dieses Rezept halt nur mit den Sachen machen, die ich zu Hause habe. Darüber kommt dann Tofu. Also ich kann es mir halt nur lecker vorstellen, weil ja nur leckere Zutaten drin sind. Gurken, Karotten würde ich jetzt nicht unbedingt reinmachen, aber im TikTok war es drin und ich habe es zu Hause. Und ich lege es auch etwas weiter oben, damit das noch beim Frittieren irgendwie durch wird. Und ganz typisch japanisch noch so Mayo, die lieben. Das war ein bisschen viel, egal. Das Ganze rolle ich dann nochmal kurz zusammen. Ist definitiv nicht so schwer wie Sushi-Rollen. Boah, das sieht gut aus. Und für die richtigen Gourmets darf natürlich auch nicht Sesam fehlen. Da machen wir einfach ein bisschen Sesam. Und das Ganze wird nochmal kurz frittiert. Wer frittiertes Sushi kennt, weiß, das ist eigentlich so eine etwas dickere Panade aus Panko-Mehl. Aber wir kennen ja Reispapier und wenn man das frittiert, wird es immer so schön kross. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr appetitlich aus. Super lang kann man das übrigens auch nicht braten, weil das Sesam schon voll braun geworden ist. Aber ich denke, das reicht. Jetzt bin ich gespannt. Müssen wir noch Sushi bestellen oder können wir selber machen? Wow, Sushi aus Reispapier. Es sieht echt schön aus. Schmeckt das auch? Mmh. Das schmeckt unglaublich gut. Vor allem auch dank der Mayo brauche ich gar keine Soße. Es schmeckt null trocken, schmeckt einfach perfekt. Ich bin auch übrigens in letzter Zeit voll der Mayo-Fan geworden, vor allem wenn es um Sushi geht. Das haben mir nämlich letztens Amerikaner gezeigt. Die essen dort richtig gern Chili-Mayo. Es schmeckt schon sehr, sehr stark nach Sushi. Also es hat keine Erinnerung mehr so an Sommer- oder Frühlingsrolle. Wegen dem Reis. Und wir hatten ja schon viele Rezepte, wo wir so Instant-Nudeln reingemacht haben oder Reisnudeln, aber mir ist noch nie die Idee gekommen, da wirklich Reis reinzumachen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist super, super lecker. Natürlich nicht die gesündeste Form von Sushi, aber sehr lecker. Wirklich crazy. Aber glaubt mir, das Rezept, was ich mir zum Schluss aufgehoben habe, das ist richtig, richtig crazy. Bleibt dran. Als nächstes haben wir erstmal etwas scharfes Rice Paper Dumpling. Hari ini bikin Rice Paper Hakau, atau bisa disebut juga dumpling udang, tapi kulitnya tuh pakai rice paper. Ist das thailändisch? Okay, zuerst macht man eine Füllung für die Dumplings. Reispapier halbieren. Bagian atas dan bagian bawah. Taruh adonan udang jamur di atasnya, terus lipat seperti ngelipat pastel gitu ya. Oha. Jadinya seperti ini. Sie versucht sogar, das so richtig schön wie ein Dumpling zu formen. Ich glaube, da werde ich richtig Struggles haben, aber vielleicht klappt das gut.
wok platinum semi presto dari Stay Cookware, lapisan tahan baret dan free kukusan. Untuk sausnya namanya aku pakai Thai sweet chili. Süß sauer Soße. Yang banyak. Chili oil. Juga masak Fish Soße. Minyak wijen. Aduk-aduk rata terus. Sesam oil. Oh my god, this is so lekker aus. Ini enak banget karena ada rice paper jadi kulinya tuh lebih kenyal-kenyal. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Das sah jetzt ein bisschen aufwendiger aus, aber nichtsdestotrotz werde ich das jetzt probieren. Und bevor wir uns an die Dumplings machen, muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Das heutige Video wird nämlich gesponsert von AirUp und Leute, ich warte schon seit 3 Jahren auf diese Zusammenarbeit. Solltet ihr AirUp nicht kennen, AirUp ist das weltweit erste duftbasierte Trinksystem. Ich erkläre es euch ganz, ganz einfach. Aktuell habe ich meinen Lieblingspot in der Geschmacksrichtung Honigmelone drauf und wenn ich den Pot dann so hochziehe, dann kann man direkt den Duft einer Honigmelone wahrnehmen. Und wer in Biologie genau aufgepasst hat, weiß, dass 80% unseres Geschmacksempfindens über den Geruch stattfindet. Und zwar ist es so, dass der Geruch in den Mund steigt, über den Rachenraum dann in unser Riechzentrum landet und dann als Geschmack interpretiert wird. Also es bedeutet, wir trinken geschmackvolles Wasser, aber trinken eigentlich nur Leitungswasser. Also ohne Kalorien und ohne Zucker. Für mich persönlich ein Riesenvorteil, weil ich bin nicht gut in viel trinken. Aber zu dieser AirUp-Flasche greife ich tatsächlich übermäßig viel, weil es wirklich lecker ist. Und für mich besonders im Sommer nochmal sehr wichtig, weil im Sommer kriege ich immer Kopfschmerzen, weil ich zu wenig trinke. Wird diesen Sommer nicht passieren. Ich zeige euch nochmal meine liebsten Geschmacksrichtungen. Honigmelone, Guave kann ich euch auch richtig empfehlen und Pfirsich. Was Dirk gerne trinkt, ist Cola, aber da macht er dann Sprudelwasser rein und das ist sehr prickelnd. Aber das war noch nicht alles. Sie haben noch viel, viel mehr Geschmäcker. Checkt das gern mal alles aus in dem Link in meiner Beschreibung. So, im Dumpling-Rezept waren ja so Shrimps drin, habe ich aber nicht da. Wir wollen ja einfach nur testen, ob das funktioniert mit dieser Dumpling-Form. Deswegen mache ich mir jetzt einfach nur so eine gute, leckere Füllung aus Pilzen, Schalotten und veganes Hackfleisch. Ich habe noch nie in meinem Leben Dumplings gemacht. Zum Glück habe ich immer fast alle asiatischen Soßen zu Hause. Ich habe gesehen, dass sie zum Beispiel Austernpilzsoße benutzt. Mache ich jetzt auch mal rein, damit das Ganze auch ein bisschen flüssiger ist und hält. Und ein bisschen Sesamöl. Dann habe ich hier noch Maismehl. Also ich habe gesehen, dass sie zum Schluss Maismehl benutzt. Vielleicht braucht man das, damit es sich alles bindet und so. Deswegen mache ich ein bisschen rein. Das Reispapier müssen wir in der Hälfte durchschneiden. Okay, jetzt bin ich super gespannt, ob ich das hinkriege, auch mit dem Falten und so. Also beim TikTok wurde gezeigt, dass man erstmal die Spitzen wegfaltet. Und dann hat sie das einfach so in ihre Hand genommen. Und ab dem Moment habe ich den Faden verloren. Ich hoffe, ich krieg's hin. Für jemanden, der einfach noch nie Dumplings gemacht hat, schwierig. Okay, ich versuche es einfach mal auf gut Glück, falte ich es so rum. Das ist mein erster Versuch. Ich finde nicht, dass es super aussieht, aber es sieht auf jeden Fall danach aus. Leute, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt halten wird, weil es ist kein Teig, den ich an der Seite zusammendrücken kann. Ich habe Angst, dass es auseinanderfallen wird. Und die Dumplings lege ich hier auf so ein Ding zum Dämpfen. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber das habe ich von meiner Schwiegermutter extra ausgeliehen, weil ich so etwas nicht besitze. Denn die Dumplings müssen gedämpft werden über ein Wasserbad. Daumen nach oben für meine Schwiegermutter, dass sie mir das extra geliehen hat. Und während die Dumplings dämpfen, mache ich mal schnell die Soße. Ich habe hier thailändische Sweet Chili Soße. Chiliöl, Fischsoße und Sesamöl. Wow, lecker. So viele geile Soßen gleichzeitig. Also egal, wie sehr diese Dumplings auseinanderfallen werden oder vielleicht auch nicht schmecken, diese Soße wird alles retten. Schauen wir mal kurz rein. Das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, wir sind schon nach wenigen Minuten fertig, weil bei Dumplings muss ja der Teig durch werden. Das Reispapier kann man auch so schon essen. Ja, hält es, hält es, hält es. Vorsicht. Ah, es hält nicht. Es sieht jetzt für den ersten Versuch nicht so schlimm aus, würde ich sagen. Wenn ich es nochmal probieren sollte, dann auf jeden Fall mit 2 Schichten, damit es nicht so schnell kaputt geht. Und vielleicht auch nochmal mit Öl ansprayen oder so. Wir brauchen aber noch eine Menge Lauchzwiebeln. Schaut euch das an. Geschmackstest. Doch, schmeckt schon richtig Bombe. Oh mein Gott. Das erinnert mich ein bisschen an das vietnamesische Bang Quan. Wie gesagt, die Soße schmeckt richtig, richtig gut. Aber auch die Füllung ist mir tatsächlich gut gelungen.
Schmeckt schon gar nicht nach Dumpling. Also die Konsistenz ist... Ist zu weich, ja, ne? Die Konsistenz ist viel zu weich. Also man merkt, dass es halt einfach nur ein dünnes Reispapier ist. Vor allem wurde das Reispapier auch noch gedämpft. Also es ist super, super weich geworden. Könntest mir vorstellen, das nächste Mal doppelschichtig zu machen, damit es auch wirklich wie ein Dumpling vom Gefühl her ist. Ich würde das gar nicht als Dumpling bezeichnen. Trotzdem ist es wirklich, wirklich lecker. Und folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Falls ihr nämlich so eine coolen Kochrezepte, Reels oder TikTok seht, dann markiert mich bitte. Ich speichere mir das dann immer ab und mache es dann gegebenenfalls in meinen YouTube-Videos. Als nächstes haben wir etwas, was die Fleischesser vielleicht begeistern könnte. Vegane Hähnchenhaut frittiert. Eine Sache, die ich früher geliebt habe, war diese Haut von Brathähnchen. Ich habe einfach diese Gewürze und dieses Fettige so sehr gemocht. Und ihr könnt es super easy in vegan nachmachen, weil das Wichtigste dafür sind wirklich nur die Gewürze. Das heißt, ihr macht euch eine gute Gewürzmischung mit viel Öl, bestreicht damit Reispapier frittiert ist und lasst die... Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe schon mal gesehen, wie man aus Reispapier so Bacon macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut klappt. Und hier sind auch nur die Gewürze wichtig. Reispapier ist einfach nur so das Nebenerzeugnis, was man dazu benötigt. Also bei diesem Rezept habe ich tatsächlich auch einen Experten hinter der Kamera, der seine Meinung dazu abgeben wird. Das ist nämlich Dirk, der isst regelmäßig Hähnchenhaut. Bin gespannt. Es ist wieder ein richtig super einfaches Rezept, aber leider ohne wirkliche Anleitung. Ich werde einfach die Gewürzmischung nach Augenmaß machen. Also Öl, ein bisschen Salz, Zucker tatsächlich stand da auch. Brathähnchengewürz. Ich wusste nicht mal, dass es Brathähnchengewürz gibt. Davon am meisten rein, oder? Pfeffer. Und Paprikagewürz, auch sehr wichtig im deutschen Haushalt. Ich probiere das schon mal. Einfach nicht genug Brathähnchengewürz. Ah, ich habe was vergessen, Rosmarin. Reispapier einmal anfeuchten und das Ganze dann so verstreichen. Aber man nimmt, was man kann. Fühlt sich jetzt nicht ganz so an, als ob ich ein Hähnchen würzen würde, aber fast. Das Ganze falten wir dann nochmal in der Hälfte und dann nochmal. So. So war das im TikTok. Finde ich eigentlich voll die gute Idee, damit die Gewürze drin bleiben und nicht draußen verbrennen. Das Ganze frittieren wir jetzt. Wir wissen ja ungefähr von meinen früheren Videos, ich habe ja schon ganz viele Reispapier-Videos, dass es jetzt so aufgehen wird. Und ich bin ganz, ganz gespannt. Ui! Leider läuft hier ein bisschen Gewürz aus. Es wäre besser, wenn ich es ein bisschen so mehr verschlossen hätte. Aber ich denke, es ist nicht dramatisch. Das sieht jetzt auf jeden Fall aus wie eine richtig gute Panade, wie so ein richtig gutes KFC-Filetstück. Es hört sich echt kross an. Es sieht sehr gut aus. Ich darf den ersten Bissen machen. Weil ich die Spitze gebissen habe, ist es ein bisschen sehr, sehr salzig. Da sind irgendwie alle Gewürze gelandet. Aber dadurch, dass es so mehrschichtig ist, gibt es noch innere Schichten, die noch nicht kross sind. Also ein bisschen zäh. Und deswegen erinnert es extrem an Hähnchenhaut. Und vom Geschmack muss ich erstmal nochmal an den Rand beißen, weil es ist so salzig. Ja, ist genauso fettig wie Hähnchenhaut. Ich finde die Konsistenz tatsächlich sogar noch besser, weil es einfach so kross ist. Und das Hähnchengewürz, ich denke, das haut alles raus. Und das Rosmarin. Oh mein Gott. Schmeckt gut, ne? Ja. Gewürze. Also die äußere Schicht zu 100%, aber die Konsistenz dieses Schuhhähnes nervt ein bisschen, klebt ein bisschen in den Zähnen so. Aber nur ein bisschen. Aber sonst ist es richtig geil. Also falls ihr vegan seid und nicht auf Hähnchenhaut verzichten wollt, das ist das Rezept. Aber nicht zu viel Salz reinmachen. Wie ihr seht, Reispapier ist wirklich das Essen der Zukunft. Sollte man auf jeden Fall immer zu Hause haben. Und wenn man TikTok hat, wird einem wahrscheinlich immer was zum Kochen einfallen. Natürlich habe ich auch eine Süßigkeit mit Reispapier gefunden. Das ist das. Cut your rice paper in half and dip. Mm-hmm.
Mit echten Früchten. Mangos mit Chili, Chamoy-Soße. Zucker. Zucker und Tahin. The fillings are endless. These things are addictive. Also sie sagt, das macht süchtig. Wir schauen mal, ob das stimmt. Ich bin richtig gespannt, weil manchmal habe ich abends einfach Lust auf so ein süß-saures Gummibärchen. Und da habe ich das nicht zu Hause, aber Reispapier habe ich ja immer da. Und ein bisschen Obst auch. So, als erstes hier ein Teller mit Wasser. Dann wie im TikTok noch ein bisschen Limettensaft. Dann wird das Reispapier angefeuchtet. Ganz normaler Schritt erstmal. Ein Fehler, den viele übrigens machen, ist, dass sie zu lange Reispapier in Wasser anfeuchten. Man muss es wirklich nur einmal komplett nass machen und dann ein paar Sekunden warten. Im Idealfall nutzt man die Zeit, um die Reispapierrolle schon mal zu belegen. So, und dann versuchen wir das mal so fest wie möglich zu rollen. Das ist ein bisschen schwer, aber es klappt schon. Ich sag immer, so der erste Dreher ist schwer, aber danach bleibt alles relativ stabil. Ich habe mich echt gefragt, was so der Erfinder oder die Erfinderin von diesem Rezept sich gedacht hat. So, was ist, wenn ich bei einer Sommerrolle nur Obst reinmache? Und dann mache ich es doch ganz dünn. Und dann mache ich noch Zucker dran. Ich habe ja im TikTok gesehen, dass sie auch eins mit Mango mit Chili gemacht hat. Und ich habe zufälligerweise gerade alles da, weil ich letztens auch erst einen TikTok dazu gemacht habe. Folgt mir gerne auf TikTok. Ich mache nicht nur Rezepte nach, ich mache tatsächlich auch Rezepte auf meinem TikTok. Ich habe übrigens auf TikTok noch nicht so viele Follower, deswegen sind die meisten Kommentare, bist du die Echte? Deswegen muss ich in meiner Profilbeschreibung schreiben, ich bin die Echte. Also, falls ihr mir da noch nicht folgt, macht das gerne. Das ist die Tahin-Soße, das ist eine süß-sauer-scharfe mexikanische Soße. Und jetzt kommt das Beste am Rezept, natürlich der Zucker. Ich habe jetzt keine getrockneten Früchte, deswegen benutze ich für die Erdbeerrolle nur Zucker. Oh, ich muss schon so sauber, wenn ich daran denke. Und bei Mango mit Chili kommt noch Tahin rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Kombo Mangos mit Chili kennt. Und vielleicht auch den Song von Nina Schuber. Mexico City, Mangos mit Chili. Das Gute an Reispapier ist, dass Reispapier halt klebrig ist im feuchten Zustand und so der Zucker richtig gut kleben kann. Und das ging jetzt wirklich super, super schnell. Ich bin gespannt, ob es schmeckt. Ich kann mir vorstellen, dass es nur schmecken kann, wegen dem ganzen Zucker. Oh mein Gott, es schmeckt so wie Erdbeeren mit Zucker. Und das Reispapier dazu gibt halt eine gewisse Chewiness, also dass man etwas zum Kauen hat, mega nices Dessert. Ich sehe mich schon das Essen und dann nebenbei Serien schauen. Und jetzt die Kombo Mangos mit Chili. Das schmeckt auch richtig, richtig gut. Ich muss sagen, die Erdbeere war mehr juicy wegen dem Erdbeersaft. Aber das hier geht auch richtig klar, ey. Generell, wenn ihr so Mangos mit Chili mögt, sei es die Version aus Thailand oder Vietnam oder eben die aus Mexiko, das ist etwas, was ihr probieren müsst. Als letztes habe ich etwas, wo ich halt ein bisschen skeptisch bin. Und zwar Pho-Nudeln oder Bandnudeln machen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es die Konsistenz bekommen wird. Also es ist viel Wasser nötig und eine Mikrowelle. Das sieht lecker aus. Heißes Öl auf Knoblauch. Ey, das sieht so gut aus. Ich bin gespannt, ob wir das wirklich auch so dick und chewy hinkriegen. Hab in den Kommentaren schon gelesen, dass man hier sehr aufpassen muss. I tried this and it just completely fell apart. Aber wenn das gut wird, ist es auf jeden Fall ein Rezept, was man sich merken muss. Probieren wir es aus. Ich habe gesehen, dass sie beim TikTok mehrere Schichten benutzt. Bin extra in die Kommentare gegangen. Sie hat gesagt, dass sie 5 Schichten Reispapier gleichzeitig benutzt. Das Ganze feuchte ich mal an. Es muss sehr viel Wasser sein. Und das Wasser hat nicht mal gereicht. Wir brauchen noch mehr Wasser. Das Ganze kommt jetzt in die Mikrowelle, damit es sich noch mal besser aufquellen kann.
So, jetzt hole ich das mal raus. Es fühlt sich aber eigentlich ganz gut an. Also vor allem so die äußeren Schichten fühlen sich gut an. Es fühlt sich noch ein bisschen stabil. Wahrscheinlich irgendwie die Schicht in der Mitte ist noch nicht gut eingeweicht. Jetzt muss ich ganz vorsichtig das in breite Bandnudeln schneiden. Mal sehen, ob ich da überhaupt easy durchkomme. Ja, ich spüre gar nichts. Hier in der Mitte ist ein bisschen Widerstand. So, das Ganze muss noch mal in kaltem Wasser, damit es sich trennt. Das sieht gut aus. Sieht aber nicht so weiß aus wie in dem Video. Leute, mit ein bisschen Rumpulen habe ich es geschafft, alles voneinander zu trennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein quick and easy Rezept ist, sondern ein sehr aufwendiges. Und ich bereite natürlich wieder den Dip bzw. die Soße vor. Wow. Wieder die ganzen geilen asiatischen Soßen. Hier diesmal Sojasauce, auch Sesamöl, Austernpilzsoße. Nice. Mal wieder ein paar Lauchzwiebeln. So sieht der Spaß aus. Erinnert mich auch ein bisschen an so chinesische Pulled Noodles. Weniger an Pho. Das ist eher eine Mischung aus Pho, Glasnudeln, chinesisch Pulled Noodles. Zumindest vom Aussehen. Aber wie es schmeckt, werden wir gleich sehen. Ich finde jetzt, es schmeckt halt wirklich nach super weichen, aufgequollenem Reispapier. Mit einer sehr guten Soße. Also es schmeckt. Kann man sich echt nicht beklagen. Ich glaube, wenn dann es jemanden gibt, der nicht weiß, dass das Reispapier ist, würde der sagen, leckere Nudeln. Also wenn ihr die Teile esst, die so am Rand waren, die sind super weich, lösen sich auf. Wenn ihr eher die in der Mitte erwischt, ist es noch ein bisschen so zäh, so wie Nudeln, die man noch richtig kauen muss. Aber es schmeckt wirklich, wirklich lecker. Ich bin richtig begeistert. So, oh mein Gott, stellt euch vor, ich habe keine Nudeln mehr zu Hause, kein Pho. Dann würde ich den Aufwand auf jeden Fall betreiben, weil es schmeckt echt lecker. Reispapier gibt es übrigens mittlerweile fast überall. Also in Edeka und Rewe habe ich das gesehen. Es ist eine Zutat, die ihr unbedingt in eurer Küche braucht. Jeder braucht das. Vor allem, wenn nichts mehr zu essen da ist, könnt ihr das zaubern. So, das waren die Rezepte für heute. Ich fand alle super, super lecker. Einige extrem alltagstauglich, wie zum Beispiel Sushi, Pho-Nudeln oder halt auch Dumplings. Richtig crazy. Bei der Brathähnchenhaut weiß ich nicht, ob ich das so oft essen kann, weil da war ja sehr, sehr viel Öl mit im Spiel. Aber ansonsten wurde ich heute absolut nicht enttäuscht und ich hoffe, ihr auch nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebster Reispapier-Hack ist oder ob ihr Reispapier schon zu Hause habt. Also spätestens ab diesem Video solltet ihr nicht laufen, sondern rennen. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, folgt diesem Kanal, folgt mir auf TikTok und Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!